I'll tell you. I will tell you. But first you have to promise you won't tell my fiancé that I told you this. You have to promise you won't tell him, or my sister. Okay. We'll do our best to protect your confidence. But the day will come when the evidence will tell the whole story. Jetzt halt die Klappe, lass sie reden. Michael wasn't home at 7 that night the man was killed. I still don't think Michael could have done this, but he wasn't home. Mhm. Haben Sie eine Ahnung, wo er war? No, I don't. He was supposed to be here with me. I called him in his apartment but couldn't get him. Even his machine was off. Wann haben Sie Michael das nächste Mal gesehen? Well, finally Michael sort of dragged in here around 9:30, saying he'd had a rough day. Almost crawled into bed. Never saw him do that before. Michael rarely goes to bed before 2 a.m. Then today, he wasn't at his apartment. I have a key. I went in and I found this thing, this crowbar just laying out. It really, I don't know, it freaked me out. I just thought, what would Michael be doing with a crowbar? Criminals use crowbars. So I took it. But I feel like I'm betraying him. Did you take it from his apartment? Because you may have been tampering with evidence. How do I win with you people? I open up and tell you what you want to know, and then you climb all over me, and maybe it's what I deserve, betraying Michael. Maybe you people are exactly what I deserve. You're not betraying your fiancé. You may well be helping to clear him. If your instincts are right, the evidence will free him. And it will! He didn't do this. I know he didn't. And if he did, I don't want to know about it. Ein Brecheisen erhalten von Carrie, die behauptet, dass es auch Michaels Apartment stammt. Ja, und das wird auf jeden Fall zu dem Ding passen. Ja, vielleicht finden wir ja da auch irgendwelche Fingerabdrücke noch, hä? Ja, vielleicht von ihr. Ist auch blöd. Ja, aber es wird auf jeden Fall dazu passen. Ich höre jetzt trotzdem erstmal auf. Ich muss schlafen. Meine Nacht ist jetzt vorüber. Aber sehr spannend, wie sich das hier entwickelt. Und mal gucken. Dieser... Ja, vielleicht ist, wer weiß, vielleicht hat auch der Gast hier irgendwelche, der ist vielleicht ein höheres Drogentier und der konnte irgendwie ihn hier vor seiner Anzeige auch bewahren. Der Nathan ist einfach nur der kleine Sündenbock, den sie sich gesucht haben. Er hat wahrscheinlich echt den Mord ausgeführt, der Trottel, obwohl wir doch erst einen Fall hatten, wo er, aber er ist einfach ein Trottel und wer weiß. Und das ist hier der Ganze, der dahinter steht. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich freue mich auf eure Ideen und aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. What's a good word from unpredictable little Carrie? The word is very good for us, but not for her fiance. She's no longer covering up for him. Michael lied to us when he said they were together. Plus, she handed over Michael's crowbar. She tampered with evidence. Not intentionally. Anyway, it may not hamper us. She'll describe how it came into her possession and then into ours. Well, Ackerman says his prior drug involvement's been used to frame him here. He suspects everybody from Dubois and that landlord to our Vic. So do I. So let's get back to work and find the truth. Ja, ich wollte eigentlich nur ins Labor und dann euch hier begrüßen und schon startete dann hier die Szene. Aber es ist interessant, dass sie sagt, dass der Ackerman behauptet, er wird benutzt. Und das haben wir ja eigentlich auch schon vermutet. Und hier Grissom vermutet es ja auch. Also, wir brauchen jetzt, wir wollten das hier, das Crowbar, sollten wir mal abgleichen. Mit dem Abdruck. Die Frage ist nur, wo ist das Abdruck im Stemmeisen da? Ja, ich meine, es ist auch irgendwie klar. Es wäre jetzt komisch, wenn das nicht passen würde. Looks like we found Michael's key to Mr. Melvoy's trailer. Das ist krass. Das ist schöne Kantenglättung, wie man hier sieht, ja. Also eigentlich passt es nicht, weil hier ist es viel... Naja, ist egal. Ja gut, dann haben wir das. Ja. Achso, stand jetzt... Was stand jetzt hier? Haben wir jetzt eine Vorladung dann für ihn oder was? Und gut, das andere haben wir alles. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu Brass und schauen mal, was der jetzt so sagt. Ja, kann ich einen Gerichtsbeschluss bekommen? Michael Dubois. ein Durchsuchungsbefehl für Michael Dubois' Apartment. Crowbar matches the break-in at the PI's place. Let's take a look around Dubois' apartment for anything linking him directly to our Vic. Ja,
Mal wieder ein Durchsuchungsbefehl für ihn. Also ganz ehrlich, dieser Idiot, ey. So, gnädiger Herr, du redest wahrscheinlich nicht mit mir, ne? Doch. Wo waren Sie tatsächlich um 19 Uhr gestern Abend? Do I stutter? I said I was with Carrie, my fiance. Carrie's phone records indicate several attempts to call you at the time you were supposedly together. Oh ja, sehr gut. Must be some technical error. Ja, mit Sicherheit. Und by the way, haben wir einen Durchsuchungsbefehl für Ihr Apartment. Mal wieder. Hell, you say? Based on what? A crowbar from this apartment was used to break into Gary Melvoy's office on wheels. What, did that bitch Lucy break into my place again? Can't you guys see what that crazy, out of control... Look, you should be helping me to get a court order to keep her away from me, rather than harassing me yourselves. Anscheinend, dass jetzt schon sagt, dass Lucy hier wohl eingebrochen ist, damit verrät sich schon, dass dieses Brecheisen in seiner Wohnung war. Ganz ehrlich. Hätte sich jetzt mal schnell was anderes ausdenken sollen, aber gut. Ich hätte jetzt eher gedacht, vielleicht stimmt das nämlich gar nicht und vielleicht wurde das hier vorher irgendwie... Ach so, er meinte das jetzt, ne? Ist die schon wieder hier eingebrochen? Hat das... Halt. Weil damals war es ja genauso. Sie ist hier eingebrochen und hat die Beweismittel hier deponiert, ne? Ja. Okay, das meinte er. Ich wollte nämlich gerade vorher noch sagen, weil es könnte natürlich wirklich so sein, dass ihm das hier irgendwer zur Last legen will. Andererseits, der hängt hier mit drin. Ich will ihn jetzt endlich hinter Gitter haben, diesen Idioten. So, okay. Habe ich irgendwie, basiert meinen Durchsuchungsbefehl auf irgendwas? Oder darf ich jetzt hier einfach alles einpacken, was ich will? Zum Beispiel diesen coolen Fernsehsessel. Ich meine, der sieht so 70er Jahre voll nice aus, aber darf ich wohl nicht. Was liegt da? Oh, bitte sag nicht, dass schon wieder hier alles irgendwie deponiert wird bei ihm. Ich will, dass er echt schuldig ist, weil das ist die scheiß Diskette, die Kamerakarte, Memory-Stick, scheiß, ihr wisst, was ich meine. Eintüten. Memory Card's the same brand as Mr. Melvoy's camera. Ich hoffe, dass da vielleicht sein Fingerabdruck wenigstens drauf ist. Können wir das sehen vielleicht schon? Scheiße, ich glaube, da ist nichts drauf. Kacke. So, hier ist eine Kassette. Die liegen hier wieder alles so rum. Ich meine, das müsst ihr doch selber merken, wenn hier irgendwer Sachen deponiert oder nicht. Ich meine, das ist doch alles hier aufgeräumt. Einpacken. Audiotape. Unmarked, which is either from an unfocused mind or someone didn't have the time to label it yet. Warum eigentlich eine Kassette? Von wann ist dieses, also... Ich wollte gerade sagen, von wann ist dieses Spiel? Ich meine, es gibt CD-ROMs, also gibt es doch auch CDs. Warum eine Kassette eigentlich? Oder ist da irgendwas ganz Altes, Verwunderliches? Was ist hier in der Ecke? Ich habe eine Taschenlampe. Voll auffällig hier mit dieser, mit diesem offenen Ding. Wait, what? Was ist das? Ist das so ein, das sieht aus wie so ein Polizeistick oder was ist das? Was ist das? High-end shotgun mic and recording device. You could hear the flutter of a fly's wings from across the room with this. Mhm. Ach so, vielleicht wird sowas dann auf Kassetten aufgespielt oder so. Aber der hatte doch auch so High-End in seinem Trailer-Dings. Den möchte ich auch mitnehmen. Den Kaktus auch. Ich möchte alles einpacken. Das Bild ist auch Beweis. Hier, Tüte ein. Komm. Ernsthaft. Ja, okay. Could these be the paintings Dubois paid a premium price for? I'm not an art critic, but well. Well, but what? Schauplatz durchsucht? Schon lange Schauplatz durchsucht? Das heißt, wir haben jetzt alles, oder was? Wir können ja den Eckermann fragen, ob das aus ihrer Galerie auch ist und so und wie teuer das ist und... Oh. Du sagst gar nichts? Das heißt, kann ich hier wirklich was finden? Hier in der... im Ofen, ein abgetrennter Kopf, Drogen. Ich bin für alles bereit. Sperma. Anscheinend nichts. Es wurde nur vergessen, der Satz, dass ich so gründlich bin, wurde hier vergessen einzubauen. Also ein Durchsuchungsbefehl ist doch ein bisschen anders. Da wird doch jede Schublade durchsucht. Aber gut, es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel und wahrscheinlich auch kein besonders gutes. Aber es macht sehr viel Spaß. Was ist mit den Trophäen hier oben? Interessiert niemanden. Bilder packe ich auch ein.
Da hinten in der Ecke, nichts, hier, nichts, nichts. Ja gut, da stand ja auch irgendwas mit Schauplatz durchsucht. Ist mir noch nie aufgefallen, aber wahrscheinlich haben wir jetzt hier alles. So, kann ich noch mal irgendwas sagen? Anything else for you. Ja, ich habe auch nichts für dich. So, okay, gut, dann gehen wir ins Labor auf jeden Fall. Ich habe irgendwie einen Frosch am Hals. So, dann gucken wir doch erstmal die Speicherkarte. Die möchte ich erstmal auslesen. Suchlink Spezial ist, glaube ich, das. That goes on the trace analysis computer. Spurenanalyse. Audio-Video vielleicht? Ja. Ein Foto von Michael und Gus, wie sie aus dem Lager kommen. Ja, wahrscheinlich hat er gerade sein Bild abgeholt. Das sieht man doch hier. Das ist das unsichtbare Bild in seiner Hand. Und er sagt, hier, bitteschön, das ist das Bild. Ist es das einzige Bild? Da ist nur... Das ist auch ein bisschen komisch, dass auf so einer Speicherkarte einfach nur ein so Bild drauf ist. Aber okay. Aus dem Lager anscheinend. Also klar. So, dann ziehen wir das hier rein. Audiokassette. Na, ich bin gespannt. Look, we're not fooling here. There's a pile of money at stake. Not to mention our freedom. No worries on either score, Mikey. Those paintings are perfect for our purposes. And anyway, this guy is bluffing. He doesn't know what's going on. How can you be sure of that? Any way you slice it, he's gonna draw attention to us. He's a risky guy to have around. We need to do something, Mr. Klein. Maybe. Nein! Jetzt hat sich das Spiel minimiert. Jetzt kann ich es nicht aufrufen, ne? Sehe ich das richtig? Doch. Jetzt ist mein Bildschirm ausgegangen. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Okay, ist in Ordnung, ich verstehe es. Leute, vielleicht wollte mir das Spiel einfach nur sagen, dass ich meinen Timer nicht gestartet habe. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich muss gucken, ob meine, ist meine Datei, ist die noch in Ordnung? Ich hoffe es. Aber dann sehen wir uns gleich wieder. Goddammit. Look, we're not fooling here. There's a pile of money at stake. Not to mention our freedom. No worries on either score, Mikey. Those paintings are perfect for our purposes. And anyway, this guy is bluffing. He doesn't know what's going on. How can you be sure of that? Any way you slice it, he's gonna draw attention to us. He's a risky guy to have around. We need to do something, Mr. Klein. Maybe, but nothing rash. Just stay cool. I'm on top of this. Nobody has to know a thing. And once you got your mitts on that casino, all our worries are behind us. The details are vague, but it's specific enough to indicate Dubois and Klein are working together on something. Anscheinend auch an Drogengeschäften. Interessanterweise, diesmal hat es eigentlich recht gut gepasst hier. Ich denke, das ist einfach das, ja, ich weiß auch nicht, wie das... Ich wollte gerade sagen, wegen der Synchronisation, aber wir haben ja gar keine Synchronisation. Aber irgendwie ist es komisch, weil es sonst nie wirklich gepasst hat, aber diesmal schon. Naja. Okay. Gut, dann, alles klar. Irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen, das hat mich jetzt mit diesem Absturz da irgendwie durcheinander gebracht. Genau. Okay, sie müssen was unternehmen. Jetzt, ja, okay, dann brechen die von mir aus da ein. Vielleicht will er ja nur das Zeug, diese Beweise stehlen. Dieses Zeug, was er halt hat. Okay, weiß es nicht, dann geht der auf jeden Fall irgendwie drauf. Was weiß ich warum. Aber sagen wir mal, er stiehlt einfach nur dieses Zeug. Ja, diese Unterhaltung hier zum Beispiel, die Fotos und sowas. Okay, aber dann deponiert er das doch nicht so offen in seinem... Apartment, oder? Man ist doch nicht so doof. Also ich meine, er schon, aber... Ich bin immer noch... ich weiß es nicht. So, was können wir jetzt mit diesem Ding hier eigentlich machen? Hat das irgendwie einen Fingerabdruck drauf? Irgendwie irgendwas? Ich sehe nämlich nichts. Aber ich will trotzdem mal alles anklicken. Also kann ich damit nichts machen. Sehe ich das richtig? Warte mal, das kann man doch... Das könnten wir doch feststellen, indem ich... dieses Gerät hier mal rüberziehe. That goes on the trace analysis computer. Das muss in den Spuren an der... Ach so, kann ich aus dem auch nochmal Daten rausziehen oder was aus dem Ding? Ja, gut, dass ich es gemacht habe. Hier reinziehen. That goes on the trace analysis computer. Suchlink Spezial. Ach ja, okay. Gut. Seriennummer Suche. Ah ja, Richtung. Ja, das gehört bestimmt.
dem Dings, oder nicht? Richtmutig auf Mikrofon und Aufnahmegerät. Bereit zur Suche. Gary Melville, genau, sag ich ja. Bis zu 100 Meter. Okay. Kann ich das hier auch einfach mal... We've done all we can with data. Einfach mal das Brecheisen in die Suche reinziehen. We've done all we can damit haben wir auch alles gemacht. Mit dem Gemälde, was machen wir? We've done all we can with that item. Okay, aber da können wir vielleicht den Ackerman zu fragen. Die Kassette haben wir auch, we've done all ne? We ja, can ja. With that item. Ich muss es einfach noch mal kurz abklären. Was mit dem Foto? That goes on the trace analysis. Ich dachte es mir nämlich gerade. Dann gehen wir nämlich hier noch mal dahin. Und was genau soll ich jetzt hiermit vergleichen? Hier wegen den Kisten oder was? Well, great at the warehouse. Ach, ja. Looks like the one our body was stuffed into. Maybe this is headquarters for a drug op. We need to find this warehouse. Ah, ich verstehe. Ich dachte, die kommen aus dem Lager. Das Lager wirklich von der Galerie. Darum war ich irgendwie schon gleich, ja, ich habe da irgendwie falsch gedacht. Aber gut, das Lager ist halt, weiß es ich wo. Und die haben aber die gleichen Kissen. Ich verstehe, warum das jetzt hier so gerade gelaufen ist. Okay. Ja, dann möchte ich aber doch nochmal... Und hier haben wir alles mitgemacht, ja. Hier ist nichts, irgendwie kann ich das aufschneiden. Finde ich da nochmal Drogen drin? Das finde ich irgendwie ganz cool, aber wir haben ja alles anscheinend damit gemacht. Okay, dann gehen wir mal. Hier möchte ich mal zum Ackerman erstmal nochmal. Vielleicht klagt er mir ja sein Leid oder so. Der ist gar nicht da. Wo ist der? Haben wir den schon arrestet, steht's irgendwie? Hatten wir mit denen schon befragt gehabt mit einer Vorladung? Nee, oder? Wen hatten wir? Wir hatten die Carrie vorgeladen, oder nicht? Oder zu Befragung eingeholt. I haven't got anything. Du bist ein Arsch. So, okay, der ist weg. Warte mal, lass mich noch mal ganz kurz... Dann hatten... Oder hatten wir ihn vorhin geladen? Müssen wir kurz Brass das abklären. Oh, noch ein Gerichtsbeschluss? Michael Dubois? Ah, um ihn vorzuladen. Halt, ich habe keine weiteren Fragen. Ich möchte ihn jetzt gerade nicht... Kann ich nochmal mit einem... Ich möchte nochmal mit dem Galeriebesitzer sprechen, genau. He's on his way to interrogation. Okay, dann hatten wir ihn schon mal vorgeladen. Es ist schon ein bisschen länger her, seitdem ich aufgenommen hatte. Wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ich dachte schon, jetzt abgehauen oder was. So. I can't think of anything pertinent that I haven't already shared. Schade, ich dachte, du... Ach ja, sie war ja dabei. Dann hat er uns schon gesagt, dass er wahrscheinlich reingelegt wird, ne? Sorry, ich weiß es einfach nicht mehr. Gut, nee, dann lade ich jetzt nochmal den Dubois vor. You've got enough evidence. Sure, we'll get him in for a chat. Ja, diese Fliege sitzt immer noch da oben, ey. Hi, mach mal die Augen auf. Sag mal, hast du viel gesoffen gestern Abend oder was? So kleine Augchen. Kannst du uns mal anschauen? Warum haben Sie Dinge, die Gary Melville gehören? The evidence says you broke into the RV. The crowbar, photographs, microphone, and even an audio tape, all found in your place. What are you trying to cover up? And I should help you? Why? Maybe to convince us you didn't kill a PI to shut him up after he tailed you and got the dirt on you. I didn't off the son of a bitch. Hell, I didn't even know he was dead. You just happened to break into his place, steal a bunch of self-incriminating stuff the night he dies. Well, maybe you didn't murder Melville, but you knew the man was dead, and that breaking into his RV was a safe risk. Hmm. And why did I do that again? I forget. You supposedly have all this evidence. Maybe you can, you know, interpret it and remind me. Oh, Alter. Alter, der Typ regt mich so auf. Was ist mit den Drogen in der Galerie? The PI was onto your art gallery drug scheme, so he had to go. I swear to you, I did not kill that clown! Look, he was blackmailing me, and blackmailing's a crime, right? I only busted into his place to throw a scare into the guy. Why would I want to do that to a dead guy? Er wurde auch erpresst. Sag mal, was hat denn dieser Gary Melville? Der ist, glaube ich, für seinen Tod ein bisschen auch selbstverantwortlich, wenn er überall rumgeht und die ganze Welt erpresst. Sie wurden erpresst, warum? Stupidity, mostly. I should never have gotten myself involved with that damned art gallery. Ackerman plays it smooth, but he's just a junkie in an expensive suit. I was on the up and up, investing in art.
I've made a lot of successful investments in venture capital. Check up and see. Then the clown tells me, since Ackerman's into drugs, he'll say I was too, if I don't pay him. And he didn't threaten to come to us, right? He said he'd go to his client, your fiancé's bitter sister. I see, things are going good with Carrie now, and he was threatening to screw that up. Now you're putting the pieces together. I just had a brush with you people, so imagine why I didn't want this to make me look dirty. So I paid the bastard off. Then I got pissed off and decided that would be the first and last payment. So I trashed his place, sending him a message that Michael Dubois was not to be screwed with. Oh Gott, Michael Dubois ist einfach so ein Idiot. Was ist mit den Gemälden? Was ist das für eine Frage eigentlich? The tape we found in your apartment made for some interesting listening. Sounds like those paintings were a front for a money laundering scheme. Mm-hmm. Now you're off the rails again. No way. Sounds like the PI found out about the overpriced paintings and probably knew about the warehouse of drugs. And you guys decide he needs paying off, all right? Just not in money. You don't know what you were listening to. Gus Klein and me, we were talking about firing Nathan Ackerman, not killing somebody. Sie wollten den Ackerman töten, Entschuldigung, feuern. Aber er ist doch, er kann doch den Ackerman, der Ackerman, das ist doch, also, er hat doch nichts, also, warum ist er denn so dicke mit dem Gas? Warum waren Sie im Lager? I was just picking up some artwork. It's more convenient than going to the gallery. Wo ist das Lager? You want the address? Fine, 2974 okay. Westfall Avenue. Knock yourself out. Find some other citizen to harass, why don't you? I don't have anything else for you. Dann könnte ich jetzt dahin fahren? Es ist noch nicht im Ort drin. Brass, kannst du mal die Adresse überprüfen da? Oder kann ich gleich mal einen Gerichtsbeschluss bekommen? Gus Klein. Kann ich einen Durchsuchungsbefehl für den Außenbereich von Gus Kleins Lagerhaus bekommen? Was ist das für eine Anfrage? Ich möchte gerne gleich das ganze Lagerhaus eigentlich durchsuchen. Weil der Gus hat nämlich Dreck am Stecken. Because the photo shows the crate outside the warehouse, this warrant allows us only to search the exterior for any evidence of the PI being there recently. Oh, ist das anstrengend, Polizist zu sein. Für echt Recht und Ordnung zu sorgen, ja? Sehr, sehr anstrengend. Geht alles nur mit so Minischritten vorwärts. Hi, hast du heute was für mich? Ich möchte ein A kaufen. So. What brings the crime lab around? A crime in this quiet neighborhood? That's a surprise. Mhm. Ist das Ihr Lager? Yeah, it's one of a dozen buildings I own in this town. And several of my businesses use it for storage. Why is that of interest to the LVPD? I noticed the building is unmarked. Difficult to find. It's a private warehouse for my company, not available to the general public for storage. What's unusual about that? Hm. Was genau geht in diesem Lager vor sich? Among other things, we do specialized computer software for high-end clients. But you'll understand, I can't say any more than that. We have a strict non-disclosure policy. Haben Sie jemals Gary Melvoy in der Gegend gesehen? Can't say I ever did. Like I said, it's a quiet neighborhood and we're kind of out of the way. I probably know if somebody who didn't belong was hanging around. Was hat Michael Dubois hier gemacht? The photographs show you and Dubois here, together, as well as a crate that resembles the wooden coffin the victim was stuffed into. Well, crates are kind of interchangeable, right? And come to think of it, Dubois was here last night, picking up some artwork. More convenient for him than going across town to the gallery. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl für die äußere Umgebung des Gebäudes. Listen, I've tried to be a good guy about this, but you're starting to be a nuisance. Go on, get it over with. Ja, es tut mir leid, wenn ihr alle hier drin hängt. Ja, hier findet man mal... Oh, wer ist wohl denn da reingezogen? Oder sind das... Ist das Farbe, die da rausläuft? Es wird... Darunter ist auch irgendwas. Kann ich das hier abdingsen? Ist das Farbe oder... We need to detect something before we can collect it. Oh Gott, ist das Blut? Weggewischtes Blut?
getrockneten Blut des Blutsprungs auf dunklen Bereichen. Das ist Blut. Sag nicht, das gehört unserem Opfer. Ja, kann ich das mal? Danke. Luminol is highly sensitive, detecting one part blood in 5 million parts. But it can also react to bleach and certain metals. Okay. In this case, the varied coloration of the reaction suggests a combination of blood and bleach. Mm-hmm. Also, note where the pattern originates from. Darf ich jetzt auch da rein? Weil ganz ehrlich, da kam Blut raus. Was ist jetzt hier drin? Ja, ja, ping, ping. Ich sehe das schon. Kann ich das mal aufheben? Ach nee, da muss ich wahrscheinlich mit der Pinzette das greifen. As a rule, I don't guess. But this looks very much like a bone fragment. Okay. Das ist aber sehr glatt abgeschlagen. Gut, okay. Und das war's jetzt hier, ja? Ich komme noch nicht mehr in das Lager, obwohl da Blut rausgelaufen ist. Ist das nicht eine Gefährdung? Ist das nicht... Na gut, spätestens, wenn wir wissen, von wem das Blut ist, dann muss ich in diese Garage rein. Oder in dieses Lager, das gehört ja wahrscheinlich dazu. Kann ich mit ihm sprechen? Nee. Okay, halt die Klappe, lass mich in Ruhe. Gut, noch irgendwie ein... Halt, ich wollte eher an die Tür gucken. Fingerabdruck, irgendwas? Nein. Gut, nee, komm, gehen wir zurück ins Büro. Ins Büro, ins Labor. Erstmal das Blut abchecken. Ach ja, das war Bleiche und Blut, ne? Das heißt, ja genau, dann muss ich das ja nicht noch erst chemiemäßig, obwohl könnte man auch... Warte mal, wollten wir das erstmal machen? Vielleicht? Flüssigkeitsleck? Nee, kann ich nicht. Gut, ups, dann gehen wir nochmal zurück hier hin. So, wie war das vom Opfer? I can't confirm that it's blood. The sample is too diluted with water and bleach. Not enough here to amplify for adequate DNA verification either. Ja, aber hier ist doch, man sieht doch hier. DNA. Seit wann sieht die ja nicht so aus? Die sieht hier ein bisschen komisch aus irgendwie. Was mit dem Blutflügel? Das war übrigens vom Opfer. Genau, okay, das haben wir schon abgeklärt. Geh nochmal ganz kurz zurück. Das kann ich echt, ich kann das nicht. Das ist zu sehr verwässert, ja dann, scheiße. Jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal. Ich weiß nicht, was er da labert. Wenn da Blut rauslief, tut mir leid, dann muss ich das doch abchecken. Halt. Nee. Wahrscheinlich finde ich jetzt nichts. Die hier sieht dem... Nee, doch nicht. Aber sie sieht dem Ganzen recht ähnlich aus. Vielleicht, weil es so verwässert ist. Ja, die nicht so. Aber die hier... Sieht dem Ganzen... Naja, auch nicht wirklich, ne? Aber schon ähnlich. Könnte sein. Übereinstimmung mit einer Scheiße kann ich nicht machen. Ne? Aber was ist mit dem Knochenfragment? So, wenn ich jetzt einen Knochen... Wie weißer Klumpen aus Abfluss. Kann ich das dahin... Ja. Habe ich hier die Opfer? Also dann muss ich doch einen Durchsuchungsbefehl da bekommen. Ja. Ja, ist es hier. Sieht genauso komisch aus wie drüben. Nice work. The DNA extracted from the bone marrow matches our victim. This fragment probably came from his skull when he was shot. The pattern of the blood to the drain suggests it was washed from inside the warehouse, which would make it the original crime scene. Alter. Ja, Kreditzuschuss. Dankeschön. Darauf wollte ich hinaus. Das kann nicht sein. Wir werden zu einem Ärgernis. Ey, die gehen mir so auf den Sack. Gerichtsbeschluss, Gastkleins Kack, fucking, ach so, nicht das Lagerhaus, das Innere, um Gastklein vorzuladen. Ist cool, wir könnten gleich beides machen. Ich möchte erstmal ein Durchsuchungsbefehl das Innere von Gastkleins Lagerhaus bekommen, bitte. Aber Leute, ich glaube, ich muss echt mal hier den Part beenden, auf jeden Fall. Ich bin, oh Gott, ja gut, 30 Minuten oder was, ne? Das machen wir. Warte, ich habe keine freiten Fragen. Ja, dann, das wird sich jetzt ganz schön zuspitzen. Wir schauen uns nächstes Mal nochmal das Innere vom Lagerhaus an. Und
Mal gucken, vielleicht habe ich auch hier schon vorher den Cut gemacht. Nochmal so einen kleinen Cliffhanger vor dem Knochenfragment oder so. Das letzte Mal habe ich ja auch einen kleinen Cliffhanger eingebaut gehabt. Also vielleicht ist das ja für euch jetzt schon ein neuer Part, wie auch immer. Dann würde es ja gleich weitergehen. Aber ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.